Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. So, wir haben jetzt genau halb fünf und wir gehen jetzt mal auf Regenbogenjagd. Ich hoffe, ich finde den Regenbogen. Und diesmal klappt das. Möchte ich gerne, dass es alles klappt. Ich hatte nämlich hier schon so ein paar Regenbogengold. Da hinten. Seht ihr den? Also der ist irgendwo drüben auf der Seite, irgendwo in oder ist er in Golden Hills sogar? Ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt mal einfach sagen, wir reiten zur Reitarena, weil von da aus kann man das nämlich am besten sehen, würde ich sagen. Weil man kommt ja auch von da aus, kommt man ja auch rüber auf die andere Seite des Flusses, der sich ja hier einmal so durchschlängelt, da so. Da kommt man ja da ungefähr irgendwo rüber. Ich habe gestern übrigens schon mal mit der Regenbogenjagd angefangen. Ich habe ja auch schon so ein paar Goldstücke. Das einzige Problem dabei ist, ich habe zwar auch schon Goldstücke abgegeben, aber da habe ich zwar nur ein paar Heuballen rausbekommen. Aber mitten in der Regenbogenjagd ist mir das Spiel wieder vollkommen abgeschmiert. Und danach habe ich das Spiel einmal komplett neu runter, also nochmal komplett neu installiert. Ich habe es einmal runtergemacht und dann installiert neu. Und ich hoffe, es funktioniert heute mal. Ansonsten kill ich das Ding. Ernsthaft. Weil ich sehe es nämlich nicht ein, wenn man nämlich eine vernünftige Regenbogenjagd machen möchte, dann kann man diese Netzwerkfeder dazwischen nicht gebrauchen. Es ist wirklich so, weil wenn nämlich wirklich alle halbe Stunde dieser Regenbogen neu auftaucht und alle halbe Stunde du Netzwerkfehler hast, das ist nicht schön. Ich mein Feld wieder gedacht, boah, das war zu hoch, da bleibe ich doch mal lieber stehen. Da bin ich dann mal kurz auf meinen Desktop geflogen. Auch schön. So. Schon anfangen zu suchen, weil ich habe den Quest dafür gestern nämlich schon angenommen. Und zwar geht man dann hier hin, drückt auf Start und dann wieder auf Start und dann auf Suche. Und ihr müsst immer diesen Balken treffen. Hallo? Das will bei mir nicht so ganz. Ah. Jetzt habe ich zum Beispiel nur 6 Stücke Regenbogengold erhalten. Und ich habe noch 9 Plätze übrig, wo ich suchen kann. Da ist bei mir noch ein Platz. Ich glaube, das ist unterschiedlich, wo die Plätze vom Regenbogengold ist. Also bei jedem zumindest anders. Ja, da wird es bei mir jetzt nicht so richtig angezeigt. Da, ich mach mal eben. Nee.
Und ihr seht auch, es wird immer kleiner, das Teil. Gekriegt. Jetzt habe ich 10 Stücke gekriegt. Jetzt laufe ich mal eben zu Fuß darüber. Ja, das war von mir jetzt gerade ein bisschen riskant. Also je nachdem, wie man die Sachen trifft, ist das. Ja, und wieder 10 Stücke. Ich bin jetzt mit dem. Ich bin jetzt mal gucken. Klar, man kann die stapeln, wie cool. Ich habe noch 7 Plätze übrig, wo ich suchen kann. Wie denn der Kobold? Da steht er. Echt gutes. Oh, ich habe Handschuhe bekommen. Weiße Fortuna-Handschuhe. Oh. Und ich habe einen Apfel bekommen. Den ich da mal einordne. Ja, und schon wieder schlechtes Gold anscheinend. Jetzt habe ich wieder hier so Heu bekommen. Also, so läuft die. So läuft die Jagd ungefähr so ein bisschen ab. Ich habe wieder 3 Äpfel bekommen. Also hier kriege ich wieder ordentlich Futter für meine Pferde. Gold schlecht. Okay, 3 Karotten. Und nochmal einmal Futter. Dann wollen wir doch mal weitersuchen. Da hinten ist noch ein Ort. Hier. Ihr dürft auch nicht zu nah mit dem Pferd da ranreiten, ansonsten könnt ihr da das Gold dann nicht suchen. Schade. Schade, schade, waren diesmal nur 7 Stücke. Ich muss mich da auch ein bisschen konzentrieren, weil ich ansonsten echt nicht weiterkomme. Und wo ist. Ich habe noch ganze 5 Plätze übrig und noch 10 Minuten Zeit. Oh, ich will dieses vierblättrige Kehlblatt für den Halfter meines Pferdes. Das sieht toll aus. Schade. Kurz vor dem letzten dann auch noch wieder rausgehauen. Schade, schade, schade. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir die restlichen 4 Plätze noch finden. Hier noch irgendwo. Da oben ist ein aktiver Runenstein. Also so ganz weit weg scheinen die wohl auch nicht vom Regenbogen zu sein.
Vielleicht da oben. Ja. Hier ist noch eins. Schade, da war der Leck mir im Weg. Plätze übrig zum Suchen. Da hinten ist noch einer. Dann fehlen mir noch genau zwei Stück. Da war ich zu eifrig gewesen. Aber ich habe auch mal bei Facebook bei vielen Leuten so gelesen, so, die Jagd ist voll blöd, ich mag die Jagd nicht. Und ich finde die Jagd eigentlich vollkommen okay, wenn man das so genau sich mal anguckt. Und, da ist noch ein Platz. Ich habe schon, ich hab wieder so ein paar. Das sieht nicht gut aus. Ich ahne Schlimmes. So, ein Platz übrig habe ich noch. Irgendwo hier müsste noch ein Platz sein. Letzte Platz. Wieder 10 Stücke Gold. Das war dann auch der letzte Platz für diesen Platz hier, also der letzte Suchplatz für diesen Platz. Und meiner Meinung nach finde ich super die Regenbogenjagd. Könnte man so belassen. Ich habe eine Satteldecke bekommen. Yay! Und eine Maske. Ich mache jetzt so lange, bis ich kein Gold mehr habe. Und ich habe ganz viele Geschenke bekommen. Dann gucken wir uns gleich mal eben an. Gold schlecht, Gold ist ganz, ganz schlecht. Könntet ihr mal bitte aus dem Weg gehen? Ich hasse sowas, wenn die einfach so mittendrin stehen bleiben. Und noch eine Maske habe ich bekommen. Wie viel Gold habe ich denn noch? Noch eine Orange. So, jetzt habe ich kein Gold mehr. Also nicht mehr genug. Jetzt habe ich nur noch drei Regenbogengold. So, wir haben hier zwei Mandarinen bekommen. Ist das richtig? Ja. Die tun wir mal hier oben mit bei. Wir haben einen Sattel bekommen, den grünen Fortuna-Sattel. Dann haben wir hier einmal eine Satteldecke bekommen. Wir haben nochmal dreimal Heu bekommen. Wir haben zwei Masken bekommen. Einmal die Koboldmaske und eine Koboldmaske. Ja, die können wir dann ja verkaufen.
Ja, das ist alles die Sättel. Dann haben wir hier einmal eine Pferdeschwanzschleife bekommen und eine Blume für die Pferdemähne? Das ist aber am Schweif. Oh, das sieht so. Oh, das sieht knuffig aus. Das lasse ich an. Oh, das sieht voll knuffig aus. So. So läuft eine Regenbogenjagd ab. Und das Spiel hat sogar auch diesmal gut mitgemacht. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich mit euch die Regenbogenjagd gemacht habe. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen. Ich werde die Regenbogenjagd jetzt weiter offline machen. Werde mir noch, hoffentlich, wenn es selbst glaube ich, noch das Zaumzeug ergattern. Dann noch hier die Gamaschen. Und für. Wollt ihr gleich ja Pizza? Sorry. Und dann noch die Sachen für die Reiterin. Ich habe bis jetzt nur die Fortuna-Handschuhe. Und natürlich hier einmal für den Zaumzeug dieses Kleeblatt, was ich jetzt hinten im Schweif habe, weil ich finde das unheimlich niedlich. Sieht aber nur noch so einen kleinen. Die gibt mir aber gar nichts mehr. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao!